Willkommen im Expressionismus. Vielleicht kennst du den Expressionismus aus deinem Kunstunterricht, aber im Deutschunterricht ist es mindestens genauso bunt. Heute geht's um die Lyrik des Expressionismus. Was du dazu wissen musst, erfährst du jetzt. Der geschichtliche Hintergrund spielt eine große Rolle für die Zeit des Expressionismus, etwa von 1910 bis 1925. Auch die Lyrik wurde stark von dem damaligen Zeitgeschehen beeinflusst. Die Epoche des Expressionismus fällt in die Zeit des Wilhelminischen Kaiserreichs und zieht sich bis zum Beginn der Weimarer Republik. Außerdem spielten der Imperialismus und der Kolonialismus, also das Streben Deutschlands, andere Länder zu erobern und Kolonien zu gründen, eine wichtige Rolle. Starken Einfluss auf die expressionistische Lyrik hatte auch die Industrialisierung, welche die Welt durch große technische Fortschritte und die zunehmende Verstädterung grundlegend veränderte. Besonders einschneidend prägte der Erste Weltkrieg die Expressionisten. Von der anfänglichen Kriegsbegeisterung, die auch seitens einiger Vertreter des Expressionismus zum Ausdruck kam, war bald nichts mehr zu spüren. Das Grauen und der Tod von über 1,8 Millionen Menschen, darunter auch expressionistische Dichter wie Ernst Stadler und Alfred Lichtenstein, traumatisierte die Künstler und veränderte ihr Schreiben nachhaltig. Der geistesgeschichtliche Hintergrund dieser Epoche war von zwei Männern geprägt, die das Denken dieser Zeit stark beeinflussten. Zum einen Friedrich Nietzsche und zum anderen Sigmund Freud. Der Philosoph Nietzsche war ein Vorbild für viele Lyriker und sein Kernsatz »Gott ist tot« entsprach genau ihrer Auffassung, dass jeglicher metaphysischer Halt in dieser Welt verloren war. Als Vertreter des Nihilismus, einer Weltsicht, welche die Möglichkeit der Erkenntnis von Wahrheit verneint, lehnte er die christliche Moral ab und wollte eine Umbewertung aller Werte. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, gilt als Entdecker der Macht des Unterbewussten. In seinem Denken spielten außerdem die Triebtheorie und die Sphäre des Traums eine große Rolle. Insgesamt war es eine Zeit des Infragestellens von alten Ordnungen, Werten und Vorstellungen und eine Epoche der Sinn- und Existenzkrise. Die Lyrik war die bevorzugte Gattung der Expressionisten, da sie Gedichte für die geeignetste literarische Form hielten, um auf expressive Weise ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. So sagte Paul Klee über die expressionistische Kunst: Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Den Dichtern ging es also um das Sichtbarmachen durch den Ausdruck ihrer Gefühle und Wahrnehmungen in Form eines Gedichts. Nicht ohne Grund bedeutet Expressionismus von lateinisch expressio gleich Ausdruck, Ausdruckskunst. Viele expressionistische Gedichte lassen sich schon anhand des Themas dieser literarischen Epoche zuordnen. So ist die Großstadt ein typisches Thema für die Lyrik des Expressionismus. Zu der Zeit des Expressionismus wuchsen die Städte, vor allem Berlin, rasend schnell. Der technische Fortschritt, zum Beispiel mit Autos, Straßenbahnen und Reklametafeln, wurde vor allem in den Städten spürbar. Der Mensch fühlte sich von dieser neuen, sich mit hoher Geschwindigkeit entwickelnden Welt bedroht. In der Menschenmasse ging der Einzelne in der Anonymität der Großstadt verloren. Weitere mit der Großstadt verbundene Motive sind die Einsamkeit, Selbstentfremdung und damit verbunden der Ich-Verlust bzw. der Ich-Zerfall. Ein zweites wichtiges Thema, das im expressionistischen Gedicht häufig auftaucht, ist der Krieg, der mit seinen Leiden und Grauen vor allem den Tod in den Mittelpunkt der Gedichte stellt. Der Krieg wurde aber auch als eine Art Reinigung von überholten Werten und Ordnungen gezeigt. Weitere typische Themen sind das
Weltende mit dem Untergang der bestehenden Welt und dem Aufbruch in eine neue Welt, die Suche nach einem neuen Menschen, das Leben in seinem Lauf von Werden und Vergehen, die animalische Natur des Menschen sowie die Themen Rausch, Chaos, Angst und Wahnsinn. Es gibt auch eine Reihe von formalen und sprachlichen Merkmalen, die für die Lyrik des Expressionismus typisch sind. Dazu gehören, von der Kunst inspiriert, die Farbsymbolik und die Farben als Stimmungsträger. Ebenfalls typisch ist eine gehäufte Verwendung von ausdrucksstarken, zum Teil radikalen Metaphern, die den Gedichten eine starke Bildhaftigkeit verleihen. Vor allem bei Großstadt- und Kriegsgedichten kommen vermehrt Personifizierungen und Dämonisierungen vor. Um die Halt- und Sinnlosigkeit darzustellen, fand das Groteske Einzug in die Lyrik sowie eine neue Ästhetik des Hässlichen. Die expressionistischen Dichter suchten nach neuen Darstellungsformen. Daher tauchen in ihren Gedichten neue Wortschöpfungen, auch Neologismen genannt, auf. Wort- und Satzstrukturen sowie Wortbedeutungen wurden ebenfalls demontiert und aufgelöst. Expressionistische Lyriker verzichteten einerseits auf feste Gedichtformen, um mit dem Alten zu brechen. Andererseits hielten sie an strengen Formen fest, um damit einen Kontrast zum Chaos und der Auflösung der Welt bzw. des Sinns zu bilden. Weitere Merkmale sind die Montagetechnik und der Zeilenstil, auch Zeilenkomposition genannt. Die wichtigsten Vertreter der expressionistischen Lyrik sind Georg Heim, Georg Trakl, Gottfried Benn, Ernst Stadler, Alfred Lichtenstein, Else Lasker-Schüler und Jakob van Hoddis. Letzterer wurde vor allem für sein Gedicht Weltende bekannt, das zu einer Art Hymne der expressionistischen Zeit wurde. Das Gedicht schildert das Zerbrechen der alten Ordnung und stellt eine Welt dar, die aus den Fugen geraten ist. Die Lyrik des Expressionismus ist geprägt von der Erfahrung der Industrialisierung und des Ersten Weltkriegs. Die Dichter wollten ihre Wahrnehmungen und Gefühle auf ausdrucksstarke Weise in einprägsame sprachliche Bilder fassen. Sie brachen mit alten Strukturen und fanden neue Wege, um die Bedrohlichkeit und das Grauen ihrer Zeit, aber auch um ihren Aufbruch in eine neue Welt darzustellen. Soweit zur Lyrik des Expressionismus. Möchtest du wissen, wie man eine Gedichtanalyse schreibt? Dann tippe oder klicke hier links. Mehr Infos zu anderen literarischen Epochen findest du in unseren Epochenvideos. Checke dafür einfach unsere Playlist ab. Also abonniere uns gern und bis bald. Ciao!